Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen weiter Tormentor. Way! Ist ja bald Halloween, ne? Ihr erinnert euch? Und deswegen spielen wir hier so ein krasses, düsteres Spiel des Todes. Und letzte Folge hat es mir sehr viel Spaß gemacht, deswegen machen wir mindestens eine zweite. Ich verspreche aber nicht, dass wir es ganz durchkloppen, ne? Es kann ja sein, dass irgendwann solche Rätsel kommen, die ich gar nicht mehr verrätseln kann. Und dann ist halt Ende aus die Maus. Oder ich gucke zwischendurch bei Google oder so. Okay, wir haben hier... komplett zerstört. Wir haben jetzt hier irgendwo... Oh. Okay. Was macht der? Ich habe einen Schädel mit mysteriösen Ornamenten gefunden. Den können wir einfach so mitnehmen. Mir gefällt das Spiel so gut, ey. Und ich finde, es ist sehr schön gemacht. Ich finde, es ist sehr, sehr schön gemacht. Es ist sehr schön gemacht. So, hier fehlt ein Kopf mit Ornamenten. Ich habe eine Idee. Boah, bin ich schlau. Okay, jetzt ist das da. Und jetzt? Okay, jetzt haben wir hier noch ein Rätsel. Und das wird jetzt natürlich nicht klappen, weil ich nicht so schlau bin. Schlug. Jemand muss den Hebel von dieser Maschine abgeschraubt haben. Ohne ihn kann ich nicht viel unternehmen. Oh, das ist natürlich ärgerlich, ne? Und woher wissen wir, welche Zeichen hier richtig sind? Siehst du, wenn das Licht angeht? Ich glaube, wir brauchen erstmal einen Hebel. Durch die Öffnung sehe ich eine Wand voll mit mysteriösen Zeichen. Ja, dann sag mir doch mal, zeig mir doch mal welche. Ah, hier sehen wir die Zeichen. Okay. Seht ihr die Zeichen? Links, oben und dann das letzte muss ich dann raten. Wir müssen aber noch einen Stock holen irgendwo. Wow. Das sieht geil aus. Er ist ja voll nach meinem Geschmack, ne? Alles voll düster und so. Ja, fliegen tausend Krähen durch brennende Gebirge, als dass du armselige Kreatur durch meine Innereien hindurchgehst. Mein Tor ist für Sündiger auf ewig verschlossen. Geh weg! Yo, wetten, ich komm doch durch. Guck mal, hier ist eine Schaltung von einem Auto. Die Öffnung hat eine untypische Form. Ja, das stimmt. Ich sehe das auch. Können wir hier... Ja, das hatten wir schon. Hat irgendwie was von Alien, ne? Findet ihr nicht auch? So, jetzt haben wir hier nichts außer Hans-Joachim, der nicht so gut drauf ist. Und wir haben hier diese komische Öffnung. Mit einer untypischen Form. Wir haben nichts mehr in der Tasche. Was natürlich ein bisschen ärgerlich ist. Fliegen tausend Krähen durch meinen Arschloch. Ach, hier. Es geht doch weiter. Siehst du? Oh, guck mal hier, Ratti. Hans-Joachim, hallo. Wie hat der nochmal geredet? Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns wiedersehen. Wie hast du es vollbracht zu fliehen? Vielleicht erbitte ich zu viel, aber könntest du mir hier raushelfen? Ich gebe dir dafür etwas, das dir möglicherweise bei deiner Flucht aus diesem Schloss helfen könnte. Hinter mir befindet sich ein Hebel, mit dem du meinen Käfig runterbringen kannst. Zurzeit wäre es aber ein Wunder, wenn du an ihn herankämest. All dies wegen der Kreatur, die in dieser Erdspalte lauert. Du müsstest dieses Scheusal erst beseitigen. Ich denke, dass man dies mit vergiftetem Fleisch bewerkstelligen könnte. Irgendwo im Schloss muss es eine Küche geben. Finde sie bitte und bereite ein entsprechendes Gift vor. Ja, genau. Ich habe ja sonst nichts zu tun, ne? Nur dann kannst du meinen Käfig herunterlassen. Denke darüber nach, denn ich versichere dir, dass es sich für dich lohnt. Okay, können wir erstmal das Viech sehen? Danke. Eine gefährliche Kreatur. Besser, ich gehe nicht zu weit heran. Ja. Sieht relativ gefährlich aus. Ist okay. Hier kommen wir also auch nicht durch. Das heißt, wir müssen zurück. Wir haben immer noch keinen Stock. Aber vielleicht können wir ja... Vielleicht können wir ja komplett zerstören. Können wir noch irgendwo hier ran? Vielleicht. Das Skelett ist nun vollständig. Es ist Zeit, die Maschine in Gang zu setzen. Ja, Digga, aber wir haben noch keinen Stock hier. Soll ich erstmal die Symbole machen? Das ist schon mal richtig. Ich kann mir das nicht merken. F ist auch richtig. Und da haben wir noch so ein komisches Zeichen. Ah, ist auch richtig. Jetzt fehlt nur noch das letzte. Es wird wahrscheinlich dann das Übrige sein, ne? Das hier. Was jetzt hier nicht zu sehen ist. Irgendwo. Ach nee, warte mal. Das ist das letzte. Das heißt, das davor ist ein anderes. Okay. Warte, dann ist das hier so. Sowas. Yes. Die Reihenfolge des Zeichen ist korrekt. Das Gerät hat sich eingeschaltet. Gut. Jemand muss den Hebel von dieser Maschine aktivieren. Ohne ihn kann ich nicht finden. Ja, aber die Maschine ist eingeschaltet. Und jetzt?
Und jetzt? Die Dinger kann ich jetzt nicht mehr umstellen. Das hier kann ich auch nicht mehr ändern. Okay. Vielleicht hat die Maschine rechts irgendwas gemacht. Hier kann ich immer noch nichts machen. Was ist denn jetzt? Was ist denn? Du musst mir doch mal einen Tipp geben oder so. Hier kann ich ja nicht mehr durch. Okay. Und hier ist alles im Arsch. Und die Maschine hat gar nichts gebracht, außer dass sie kurz angegangen ist. Hebel. Ohne ihn kann ich. Gib mir einen Tipp. Gib mir ein Tippspiel. Okay. Ist das, haben wir hier. Oha. So. Hebel. Was hat die Maschine gemacht? Was hat die Maschine gemacht? Oh, hier liegt ja. Da liegt ja ein Hebel. Sag das doch. Kann ich ja nicht ahnen. Kann ich ja nicht riechen, dass da plötzlich ein Hebel liegt. Ich dachte, der Hebel, der da hinten war, dass wir den da abreißen und den nutzen. Naja, gut. Alles klar. Gut, dann hier Hebel, zack. Zack. Der Hebel ist an seinem Platz. Ich stelle ihn um, um zu prüfen, was passiert. Das ist eine sehr gute Idee. Und hoppa. Wow. Hallo. Wieso kann ich mich nicht bewegen? Wieso spüre ich nichts? Dieser verfluchte Ort hat mir alles, was ich hatte, entrissen. Meine Erinnerung, mein Körper, alles ist hin. Zu reden, Geister, ich kann nichts dafür. Es bleibt nur ein großes Schuldgefühl. Was habe ich getan, dass ich so ein Schicksal verdient habe? So machen Geister, ich kann da nichts dafür. Ich erinnere mich an eine fliegende Maschine, eine kalte Zelle und eine Skulptur in Form von Händen. Ich habe es geschafft zu fliehen. Danach kamen aber nur Schmerzen, unendliche Schmerzen. Sie mussten mich irgendwann holen. Ich kann nicht mehr. Ich kann mir selbst nicht mehr helfen, aber ich habe etwas für dich nützlich, das für dich nützlich sein könnte. Nimm bitte diesen Schlüssel. Es war mir nicht einfach, ihn zu bekommen, aber mir wird er nicht mehr nützlich sein können. Ja, ja. Hey, ich kann da nichts machen. Ich kann da nichts machen. Wenn Geister so komische Stimmen haben, ich habe mir das ja nicht ausgesucht. So. Ich weiß, wo der rein muss. Und ich hoffe, dann kommen wir in eine Küche, wo wir irgendwelches Fleisch vergiften können. Geht aber ganz flott von der Hand, das Spiel, ne? Finde ich. Geht ganz flott von der Hand. Und ist sehr Halloweenig. Warte, ich mach's noch Halloweeniger. Das müssen wir ab und zu machen. Das hat die Gewerkschaft so vorgegeben. Im Oktober. Der Schlüssel, den ich von der Erscheinung... Siehst du, ich wusste, dass ich durch dich durchgehe. Was ist das? Ach, shit. Okay. Alles da. Ich verstehe das Spiel jetzt schon. Zack. Nee, warte mal. Okay, ich verstehe es doch noch nicht. So geht's los. Dann geht's hier runter. Dann geht's hier rein. Hier entlang. Warte. So lang. Okay, so rum. So. So lang. Dann geht's hier weiter. Warte mal, geht das hier durch? So rum? Dann so. Dann so. Hier so. So. Und da geht's rein. Okay. Und das Grüne geht hier los. Bam, balam, balam. So rum. Geht das hier richtig? Geht das hier richtig lang? Dann so. Hier hatten wir noch keine Verbindung, sehe ich gerade. Jetzt ist alles gut. Anscheinend habe ich die Schande richtig verblendet. Ich bin halt der Quizmaster. Ich bin halt Profi in so Puzzlespielen. Ja, ruf mich an. Ich sag dir, wie es geht. Was ist das hier? Ah, shit. Oh, ich habe ein Bruchstück eines Medaillons gefunden. Auf ihm befindet sich irgendein Ornament. Wollen wir nochmal gucken? Ja, sieht hübsch aus. Alles klar. So, lass mich durch. Lass mich durch. Was haben wir da? Die sehen nicht so lieb aus. Wen haben wir denn hier? Ich sollte eigentlich die Wache rufen, aber es könnte sein, dass du mir auch nützlich sein könntest.
Im Raum nebenan befindet sich eine Frau im Käfig. Gleich gebe ich dir ein ungewöhnliches Messer. Du nimmst es und tötest diese Hexe. Wenn ich darüber nachdenke, für welche deiner Taten du hier gelandet bist, sollte das keine allzu schwere Aufgabe für dich sein. Lass dich bloß nicht von ihren unschuldigen Aussehen trügen. Sie wird versuchen, dich zu täuschen. Höre gar nicht erst hin, töte sie einfach. Im Gegenzug sperre ich dich nicht wieder in den Käfig ein. Vielleicht erhältst du noch etwas. Du musst sie aber erst einmal töten. Okay, das möchte ich nicht tun. Aber wir sind ja generell eher böse, weil es ist ja auch bald Halloween. Deswegen werden wir es doch tun. Ich habe ein Messer gefunden. Hallo. Besser, ich beunruhige diese Kreatur nicht weiter. Sie schaut gereizt aus. Vielleicht ist sie hungrig. Wollen wir ihr Essen klauen? Wir dürfen ihr Essen nicht klauen, oder was? Ich schneide dich kaputt! Das geht hier nicht. Das geht auch nicht. Okay. Ich glaube, das kriegen wir erst später. Der Thron ist leer. Ich frage mich, wessen Thron das ist. Ja, ich frage mich auch. Ein bisschen. Okay, hier ist die Frau. Komm noch näher und es wird für dich tragisch enden, Mensch. Wenn ich dich nicht töte, dann macht es die Spinne, die hinter dieser Tür haust. In ihren Beinen fließt Gift so stark, dass auch der kleinste Tropfen ausreicht, um deine elende Existenz in Handumdrehen auszulöschen. Mithilfe dieser grünen Substanz stelle ich vergiftete Pfeile und Waffen her. Leider gibt es seit einiger Zeit immer weniger Gift. Der Mechanismus, der dafür gesorgt hat, dass im Innern die entsprechende Bedingungen herrschen, ist kaputt. Das Gift, welches aus den Beinen der Spinne auf den Gitterzaun im Boden heruntertropfte, wird nicht mehr in die Röhren gepumpt. Der Durchfluss des Giftes ist nur bei dicht verschlossener Tür möglich. Das Gerät bedarf einer Reparatur. Es befindet sich in der Kanalisation, aber der Durchgang wurde geflutet. Ich muss diesen Raum bewachen, bis die Störung behoben ist. Wenn die Lücke größer wäre, könnte die Spinne angreifen. Aber wieso erzähle ich dir das alles? Gehe und verschwende nicht meine Zeit, Mensch. Ja, das war eine blöde Stimme, ich weiß. Ist egal. Wir wissen jetzt, wo wir das Gift herkriegen für das vergiftete Stück Fleisch, das wir brauchen für die Sache davor. Okay, was muss ich tun? Achso, jetzt darf ich da nicht hingehen, einfach so. Okay, können wir vielleicht... Können wir den Typen abstechen, einfach? Wow. Okay, ne, nicht alles nochmal... Nicht nochmal alles durchreden hier, Digga. Bitte nicht. Wenn dir dein Leben lieb ist... Tschüss. So, warte mal, ich habe eine Idee. Hier ist doch so ein... Hier ist doch so ein Ding, ne? Der Mechanismus funktioniert nicht. Warum nicht? Das zurück. Okay, was ist denn, was ist, können wir uns das angucken oder so? Ist das hier die andere? Nee. Oh nein, jetzt redet der schon wieder. Kann man das nicht irgendwie abbrechen, wenn die anfangen, da wieder ihre ganze Lebensgeschichte zu erzählen? Oh. Der Mechanismus funktioniert nicht. Aber wieso können wir denn nicht zum Beispiel hier das Stück hier reinstecken? Dann wäre doch alles gut. Nein. Okay, und was ist mit der Frau? Es wäre besser, wenn ich die Geduld des Wächters nicht überstrapaziere. Ich möchte nicht noch einmal in die Zelle zurück. Hä? Was machen wir denn jetzt? Ach, hier geht's auch noch lang. Guck mal. Ach so. Aber das heißt, wir können auch noch links längs. Okay. Alles klar. Hinter der Wand befindet sich eine Statue. Es scheint, als ob sie lebendig wäre. Und jede meiner Bewegungen beobachtet. Ach, hier ist ein Gewicht. Guck mal, jetzt habe ich zwei Gewichte. Wow! Die Statue, die den Saal bewacht, erlaubt mir nicht hinunterzusteigen. Ich muss einen Weg finden, um unbemerkt vorbeizugehen. Ich nehme an, ich muss in die beiden Schalen hier Gewichte reintun. Kann das sein? Oh, krass. Was hier alles los ist. Eine Tafel mit der Zimmerbezeichnung. Sie ist fest an der Wand angebracht. Okay, was ist hier?
In der Mitte befindet sich eine Aushöhlung in der Form einer Pfote. Ringsherum drehen sich Bänder, aber ich kann sie nicht aufhalten. Warum denn nicht? Müsste man da quasi an der richtigen Stelle drücken, wo die richtige Hand ist, oder? Ja, da waren wir gerade. Okay, warte mal, ich guck mal, ob ich es aufhalten kann, wenn es an der richtigen Stelle ist. Das muss hier anhalten. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Jetzt! Oh. Okay, schade. Vielleicht muss ich hier irgendwas machen. Es ist eine gute Idee, ne? Vielleicht muss ich ja hier irgendwas machen. Ich kann sie nicht aufhalten. Ja, das ist schade. Gut, dann müssen wir vielleicht noch irgendwie... Lass uns doch mal mit Hans-Joachim reden. Eine andere Stimme? Okay, wir versuchen mal die hier. Sie erlauben euch dreckige Menschen, sich hier in dem Schloss herumzutreiben. Du sagst also, dass du in diesem Raum hier willst. Wozu? Im Inneren befindet sich ein seit langem nicht mehr benutzter Ofen. Im Grunde könnte ich dich hereinlassen, aber das kostet dich was. Wenn du hineingehen willst, musst du etwas für mich machen. Finde die Stelle, die auf dieser Abbildung gekennzeichnet ist. Grabe an diesem Punkt. Ich kann leider nicht persönlich dort hingehen. Angeblich hat einer der Gefangenen dort etwas Interessantes versteckt. Bring es mir, dann schauen wir weiter. Ja, ich hätte gern diese Hand, die du da hast. Oh ja, jetzt labert er den ganzen Scheiß. Okay, haben wir jetzt... Ist das eine Notiz, die wir jetzt dabei haben? Okay. Also sind zwei Viecher und wir sollen irgendwas ausgraben. Das kannst du wegschmeißen, das brauchen wir nicht mehr. Okay, das heißt, wir kriegen von dem eine Schaufel. Und von dem kriegen wir wahrscheinlich die Hand, mit der wir dann dieses Ding hier benutzen können. Dann können wir uns hier schon mal verpissen. Hier brauchen wir was wir, glaube ich, brauchen wir das zweite Gewicht hier. Um das Gewicht zu kriegen, müssen wir wahrscheinlich hier was anderes hinlegen. So geht das aber nicht. Das ist das Falsche. Ich glaube, warte mal, müssen wir hier viel raus? Guck mal, das ist der, ne? Guck mal hier. Ups. Nee, ja, genau. Ich wollte nochmal nachgucken. Jetzt kommen wir hier. Jawohl! Nice! Quizmaster! Die Erde verbarg einen überaus großen Goldklumpen. Yeah! Yeah! Kauft man in so Unterwelten Sachen mit Gold? Ich weiß es nicht. Aber lass uns gleich direkt zu Hans-Joachim gehen. Es gefällt mir sehr gut, dass wir nicht immer warten müssen, bis unser Charakter irgendwo hinläuft. Das ist richtig geil. Okay, Bro, hier. Gold, das habe ich mir gedacht. Dieser Narr hat vor dem Tod also doch die Wahrheit gesagt. Siehst du, du taugst ja doch zu etwas. Nimm dieses Halsband. Es ist der Schlüssel für die Tür hier. Immer das Scheißges. Okay, alles klar, kein Problem. Und wir machen jetzt hier wieder einen auf Quiz-Time. Quiz-Time, meine Damen und Herren. Wahrscheinlich muss ich jetzt nochmal drücken, wenn es an der richtigen Stelle ist. Kann das sein? Oh, ich hab's verkackt. Ne, jetzt. Achtung, Achtung, Achtung. Oh! Oh, yeah! Ist so richtig alles, oder nicht? Geschafft! Die Mulden in der Tür produzieren im grünen Licht. Ja, sag ich ja! Oh, ich bin so krass, ey. So krass. Man hätte es eigentlich noch drehen müssen, aber ich habe direkt schon außen gesehen, wie es sein muss. Und bam. Krass, ey. Oh, Gewichte. Im Inneren befinden sich Gewichte. Gefertigt aus einem äußerst eigenartigen Material. Ich glaube, es ist Rotz. Ja. Ja, es ist Rotz. Okay, dann haben wir hier noch Knochen. Nimm mal mit. Haben wir hier noch irgendwas? Ich brauche etwas, um Feuer zu entfachen. Okay. Ach, das ist der Ofen. Das ist der Ofen. Was war nochmal mit dem Ofen? Sollten wir da das schlechte Fleisch machen? Was war das denn? Nichts passiert. Anscheinend fehlt etwas. Was ist denn hier? Etwas fehlt hier. Aber was? Ein Knochen? Vielleicht so ein Ding? Nein. Vielleicht etwas anderes. Hallo? Wenn ich den Ofen anmachen will, muss ich das Ventil finden. Ach du Scheiße, Ventil auch noch.
Okay, also wir müssen sau viele Sachen machen und ich glaube, das werden wir auch noch schaffen. Und ich glaube, wir werden auch noch eine dritte Folge machen, mindestens. Oh mein Gott, ist das spannend. Wie viele Folgen wird es geben? Werde ich das Spiel überleben? Werde ich spielen vielleicht, bis wir es durchhaben? Ich bin ja eigentlich der Quizmaster. Fragen über Fragen, die wir vielleicht beantworten in der nächsten Folge oder der übernächsten oder der danach, wenn es sie dann gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das war Fischkopf, bis dann und tschüss! La, 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 la.